Der Polder Fischerdorf wird im Norden durch die Donau und im Südosten durch die Isar begrenzt. Die schwächste Stelle im Hochwasserschutzsystem ist hierbei der bestehende Isardeich aus den 1920er Jahren, wie das Hochwasser letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen hat. Damit besiedelte Gebiete demnächst auch Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser haben und so eine Flutkatastrophe wie letztes Jahr möglichst nie wieder passiert, wird nun ein zweiter Deich gebaut. Die Bürger sehen, jetzt geht's hier voran. Die Baumaßnahme kostet ungefähr 21 Millionen Euro. Es müssen 4 Silbauwerke gebaut werden und 3,5 Kilometer etwa ist der Deich lang. Und das wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber wenn das fertig ist, dann sind wir eigentlich zu einem sehr, sehr großen Teil geschützt. Es fehlt dann noch ein kleiner Ringschluss im Bereich von Nattamberg. Aber auch der soll gemacht werden. Dann sind wir hier in dem Polder sicher. Der erste Deich bleibt bestehen. Somit müsste der Neugebaute erst dann anspringen, wenn der erste überflutet ist. Und dient somit als Polder. Es sind 340 Millionen Kubikmeter. Das ist ein Fußballplatz, 50 Meter hoch ausgeschüttet. Diese Massen werden bewegt, transportiert und eingebaut. Der Umweltminister ließ sich entschuldigen. Marcel Huber war am Vortag mit dem Fuß umgeknickt. An seiner Stelle nahm der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz den Spatenstich vor. Die Planung erfolgt im Wasserwirtschaftsamt Deckendorf und ist natürlich eine zeitaufwendige Angelegenheit. Man muss mit vielen Grundstückseigentümern reden, man muss einen Ausgleich der verschiedenen Interessen finden, man muss eine exakte Trasse festlegen, man muss überlegen, wie sind die Auswirkungen auf die Unterlieger. Das sind alles Fragen, die doch zeitaufwendig sind und darum bin ich froh, dass wir heute so weit sind, diesen Spatenstich machen zu können. Landrat und Oberbürgermeister haben sich letztes Jahr während des Hochwassers als Krisenmanager bewährt. Für beide war der Jahrestag des Hochwassers eine emotionale Angelegenheit. Man denkt immer wieder zurück und sagt, ja, jetzt heute vor einem Jahr war ich gerade im Landratsamt, wir haben die Evakuierung beschlossen. Jetzt vor einem Jahr bin ich gerade im Fischerdorf gewesen, habe nochmal die Leute aufgefordert, dass sie ihre Häuser verlassen. Aber es ist auch schön, wenn ich jetzt heute wieder durch Nattenberg gehe und dann die Rückmeldungen bekomme, dass die Leute den Optimismus haben und sagen, ja, es geht vorwärts, wir bauen jetzt wieder auf. Und auch danke, dass wir alle so zusammengeholfen haben und dass sie uns geholfen haben, dass wir das so wieder schaffen können. Amtschef Dr. Christian Barth bringt das Ziel dieser Baumaßnahmen auf den Punkt. Letztes Jahr war Fischerdorf teilweise bis zu den Dächern unter Wasser. Das soll nicht noch einmal passieren.